Vlog startet heute vom Boden aus. Ich hatte eben noch einen richtig coolen Call mit der InStyle und dann hat der Kurier geklingelt. Ich hatte das tatsächlich auch ein bisschen verplant. Ich wusste, dass der heute kommt, aber ich dachte, ich bin gar nicht da. Deswegen hatte ich das alles mit Richie irgendwie abgeklärt. Der ist jetzt aber selber nicht da, aber ich bin zum Glück da. Und ich habe, schaut mal, diese wunderschönen Blumen bekommen. Oh Gott, die sind einfach wunderschön. Und eine kleine Aufmerksamkeit von einer PR-Agentur mit diesem Parfum hier von Michael Kors. Ich bin sehr gespannt, wie das riechen wird. Heute steht noch einiges an. Ich bin froh, aber dass ich das Gröbste jetzt erledigt habe. Die Sonne scheint hier rein. Es ist arschkalt draußen. Ich habe vorhin noch einen Corona-Test gemacht, beziehungsweise wir haben einen Corona-Test gemacht und der war zum Glück für beide negativ. Und deshalb können wir auch nachher loslegen und losstarten. Ja, ich mache mich jetzt erstmal an die Blumen, dass die einen richtig schönen Platz bekommen. Ich bin richtig happy. Die sind so schön. So schön. Hier sind schon mal ein paar Snacks für die Fahrt gleich. Und oh Gott, ich liebe diesen Riegel. Der ist richtig lecker. Richie hat sich noch so einen Erdnussmix mitgenommen. Wir dachten, dass der Zug erst um 16:22 fährt. Nein, der fuhr schon um 16:10, aber wir haben es rechtzeitig geschafft, zum Glück. Wir sitzen in so einem Abteil zu zweit. Wir wissen gar nicht genau, ob wir Maske abnehmen dürfen oder nicht. Wir lassen wir uns erstmal auf und warten, bis ein Schaffner kommt. Ja, aber ich nehme euch mal mit auf meinen Trip, auf meinen Kurztrip für ein Kampagnen-Shooting. Angekommen im Hotel. Er liegt schon mehr oder weniger, beziehungsweise chillt im Bett. Wir haben gerade Essen bestellt. Was gibt es jetzt eigentlich? So eine Art von Bo. Ja, nur stimmt. Nicht ohne Bo, sondern Tron, glaube ich. Mit Tofu. Das gibt es jetzt gleich. Oh, bin schon ein bisschen erledigt. Waren zwar nur 3 Stunden Fahrt, aber ich bin echt ein bisschen platt. Ich schmink mich jetzt schon mal direkt ab. Werde dann was essen und gehe da noch. Okay, danach noch einmal kurz duschen und dann ist morgen ein neuer aufregender Tag. Ich freue mich richtig doll. Ich bin richtig gespannt, auch gespannt auf das Team und wie es sein wird. Das Wetter soll ja auch ganz gut werden. Wir wollen den Tag auch noch ein bisschen nutzen, um dann selber noch Content zu kreieren. Und ja, we will see us tomorrow. Wir sind gerade am Essen und es ist so scharf. Wir haben halt extra noch scharf gesagt, dass wir es gerne scharf hätten. Das ist aber echt richtig scharf. Also das kennt man auch gar nicht so von Bestellungen, wenn man irgendwie online bestellt. Aber es schmeckt unglaublich lecker. Es ist wirklich richtig gut. Guten Morgen aus Düsseldorf. Ja, die Nacht war eigentlich eher so lala. Ich bin ziemlich aufgewacht und dachte irgendwie, ich habe nicht mehr so viel Zeit. Aber ich hatte tatsächlich immer noch ganz schön viel Zeit zum Schlafen. Ist wahrscheinlich auch nicht so gut aufs Handy zu gucken. Anyway, ich habe mich gerade fertig gemacht. Ich soll mich nämlich heute selber schminken, bin ich auch ein bisschen froh drüber tatsächlich, weil ich immer das Gefühl habe, wenn ich auf solchen Shootings bin, dass nicht unbedingt viele Hair-Make-ups gut mit meiner Hautfarbe klarkommen und meistens auch meine Produkte benutzen, die ich mit habe. Deswegen habe ich mich heute mal selber geschminkt, ein bisschen dezenter. Ich glaube, das ist immer ganz gut, aber halt auch ein bisschen mehr, weil es ja auch gefilmt wird und aufgenommen wird.
Wir holen uns gleich was zu essen. Wir haben auch schon geduscht, also komplett fertig gemacht. Packen gleich unseren Koffer und gehen dann los. Die Location soll von hier auch nur 900 Meter entfernt sein. Relativ easy. Und ich nehme euch heute mit. Ich bin so aufgeregt und so gespannt und übe auch schon die ganze Zeit im Kopf meinen Text. Das wird, glaube ich, eine richtig spannende Sache. Und das ist die Location. Ich bin gerade noch alleine. Oh, es sieht einfach so krass schön hier aus. Und hier wohnt auch tatsächlich jemand. Also die Wohnung könnte 1:1 so, wie sie ist, in New York stehen. Die ist einfach heftig schön. Auch hier mit der Wand. Ach, einfach richtig traumhaft. Ganz, ganz viel Liebe auch zum Detail. Also echt richtig, richtig, richtig schön. Mein Text zu lernen. War nicht so einfach, dass ich vorher so ein bisschen eingeübt habe. Passt auch eigentlich ganz gut zu den Fragen, die ich hier habe. Ich bin richtig gespannt. Es sieht auf jeden Fall schon sehr, sehr, sehr spannend aus. Und ich habe auch schon meine Klamotten an für den Look. Die habe ich tatsächlich auch selber ausgesucht. Der Look gefällt mir ganz gut. Vor allem so lange Cardigans mag ich auch momentan sehr, sehr gerne. Wir sind übrigens jetzt durch mit dem Shooting und dem Drehtag. Für mich, es hat so, so viel Spaß gemacht. Jetzt noch einmal um und dann verbringen wir noch ein paar Stunden in Düsseldorf und dann geht es auch wieder zurück. Es war einfach so cool. Es hat so heftig viel Spaß gemacht. Ich bin schon richtig, richtig gespannt auf das Ergebnis. Das werdet ihr höchstwahrscheinlich auf Instagram sehen. Das war einfach so cool. Es war einfach so, so, so cool. How is it? Oh, mega geil. Aber deine waren besser als meine. Ja. Sieht nicht mehr so lecker aus. Wieder zurück in Hamburg. Das war so
eine coole Produktion in Düsseldorf. Es hat einfach so viel Spaß gemacht. Jonas und ich glaube, Tobi oder Timo heißt er. Ich habe es immer nicht so drauf mit solchen Namen, wenn man so viele noch kennt, die auch so heißen. Und Una und Angie, das war einfach ein super cooles Team. Es hat so viel Spaß gemacht. Ich bin richtig, richtig gespannt auf das Videoergebnis. Und wir sehen uns bestimmt ganz, ganz bald wieder bei einem neuen Vlog. Tschüss.